Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Dark Parables, der Dieb und das Feuerzeug. So, meine Lieben, wir haben die Tür aufgekriegt zu Rasputins Zimmerchen, zu Rasputins Thron. Und da werden wir uns jetzt natürlich auch erstmal direkt umschauen, ob wir hier irgendwas Tolles finden oder eben nicht. Da fehlt natürlich wieder was. Da nehmen wir mal was mit. Was? Ach, jetzt habe ich das so schnell nicht lesen können, was da stand. Hat er mich. Muss etwas in der richtigen Form finden. Okay, ich würde sagen, wir setzen hier erstmal wieder was zusammen. Ich weiß zwar noch nicht genau, was. Modell des Königreichs. Okay. Sollte ja nicht allzu schwer werden, so ein Modell von einem Königreich. Es fehlen noch ein paar Ringe. Da haben wir einen. Das brauchen wir. Nee, das ist es nicht. Ich brauche noch dieses Tellerchen oder was das ist. Und dann noch diesen komischen, ja, keine Ahnung, Stöpsel oder so ähnlich. Aber das Tellerchen will mir gerade überhaupt nicht ins Auge fallen. Das hat sich gut getarnt. Ach, da, unter den Kerzen. Na gut. So, jetzt nur noch dieses kleine Ding. Wenn es denn klein ist. Da ist es. Sehr schön. So, das haben wir auch. Der hat echt viel Kram hier. Alles klar, was haben wir denn hier? Eine Opfergabe. Das klingt doch gut. Das klingt doch so, als könnte ich das hier in die Schale legen oder dahinstellen oder was auch immer. Nicht? Doch, so. Eine Kachel ist das, ne? Eine Kachel. Ich glaube, die Kachel braucht mir hier. Fehlt immer noch eins. Okay. Gut, vielleicht kommt die Figur vom Königreich hier hin. Tut sie. Was haben wir denn jetzt hier? Alchemiekachel, Kupferscheibe. Vielleicht kommt diese Kachel auch noch hier hin? Oder die Scheibe? Nee. Anscheinend nicht. Schauen wir mal weiter. Da fehlt immer noch das Auge. Hier weiß ich auch immer noch nicht, was da hinkommen soll. Könnte hier hinkommen. Aha. Okay, gut. Das war nicht so schwer. Sehr schön. So, dann einmal hier. Nicht? Ah, okay. Wieso brauchen wir immer zwei Sachen? Furchtbar. Aber wir können hier wimmeln. Dämonenauge. Oh, das brauchen wir wahrscheinlich für diesen, ja, für die Tür, oder? War das eine Tür? Doch, ich glaube, das war eine Tür.
Das war, glaube ich, eine Tür und dafür brauchen wir das jetzt. Wenn ich's finde. Es ist so dunkel hier. Könnte man ein bisschen Licht machen. Ein bisschen Licht wäre schon nett. Dann wäre das auch einfacher zu finden. Oh, es fehlen jetzt aber echt auch nur so doofe Teile, die wahrscheinlich mega dunkel irgendwo in der Ecke liegen. Okay, da haben wir wieder was. Was fehlt jetzt? Was fehlt jetzt? Das fehlt noch. Und das da. Das auch. Oh, und noch so ein ganz dunkles. Das da müsste es sein. Und jetzt fehlt noch ein Teil. Ein so ein geschnörkeltes, so ein bisschen, also so ein... Ups, mit Muster und so. Jetzt habe ich zu viel gedrückt. Da haben wir es. Dämonenauge. Jawohl. Können wir jetzt hier einsetzen. So. Da haben wir das nächste Ding, was fehlt. Wenn ich eine Gussform hätte, könnte ich die da reinsetzen. Sehr schön. Ich habe eine Gussform. Mit ein wenig Luft könnte man die Glut wieder entfachen. Hier kann ich das Metall schmelzen. Okay. Lustig. So, muss ich die Münzen? Die muss ich auch schmelzen. Okay. Und nochmal. Yay. Und wahrscheinlich das Kupfer, ne? Sehr nice. So, das haben wir, glaube ich, jetzt. Oh, ich könnte noch mehr schmelzen. Den Kristall? Nee, den können wir nicht schmelzen. So, was haben wir hier? Mit dem richtigen Objekt. Das ist nicht das richtige Objekt. Oh, was fehlt denn hier? Jemand hat den Knauf abgemacht. Ich werde ihn brauchen. Okay, ja, ohne Knauf kommen wir nicht weiter. Gut, ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal... Ja, wohin eigentlich? Irgendwie brauche ich noch anderes Gedöns. Vielleicht kann ich ihm das erstmal geben. Nee. Und wo brauche ich eigentlich diese Torplatten? Ach, egal, wir haben ja das Relief gefunden. Machen wir das erstmal. So. Ordne die reflektierenden Kacheln so an, dass der Strahl auf jede trifft und gleichzeitig durch die Juwelen auf das Maul der Schlange oben fällt. Hä? Jetzt.
Aha. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Okay. Sehr schön. Yay! Oh Mann, das ist Malachit. So, erstmal klein kloppen. Dann brauchen wir, keine Ahnung. Jetzt mischen wir das Pulver dazu. Hä, welches Pulver? Das Malachitpulver oder was? Ja, der sagt einem halt hier so viel, ne? Also, Malachit, Pulver. Pulver haben wir nicht. Ich habe kein Pulver. Azurit. Azurit brauche ich noch. Das ist aber nicht der Kristall, ne? Nein. Okay. Brauche noch Azurit. Einfach mal alles ausprobieren. Irgendwas wird schon irgendwann stimmen. Ich kann ja auch noch mal wimmeln irgendwo. Da fehlt immer noch der Schlüssel. Hier haben wir so ziemlich alles fertig. Die kloppen sich auch immer noch. Ganz brav. Wartet mal, was sagt denn meine Karte? Meine Karte sagt, hier soll ich was machen. Ich muss ihm die Materialien geben. Hm. Hier ist doch sonst nichts. Okay, es geht doch hier weiter. Frage ist nur, wo? Ah! Doch, der Kristall! Aber ich brauchte halt erst das Malachit-Ding da. Sehr schön. Jetzt haben wir es doch. Was habe ich denn da jetzt? Ätzende Flüssigkeit. Oh Mann, ey. Ich bastel da irgendwas zusammen und habe keine Ahnung was. So, hier haben wir einen Wasserstein. Okay, ein Wasserstein. Kommt der hier hin? Soll ich ihm den Wasserstein geben? Ah. That's it. Now watch and learn. Okay, ich sehe zu und lerne. Wow, super. Okay, wir haben schon mal das Wassersiegel. Ist nur die Frage, wo kommt das hin? So, das Feuersiegel. Ich weiß nicht mehr, was wir dafür brauchten.
gleich Gold. Gold. It'll only take a minute. Bam! Dankeschön. So, das muss wahrscheinlich dann hier dran gehalten werden. Nein? Oh Gott, dann bin ich überfragt. Wo hatten wir denn noch so ein Teil? Armschmuck. Wieso den Armschmuck? Ob ich irgendwo einen Armreif hätte platzieren können? Eigentlich nicht. Oder doch? Vielleicht in einer anderen Welt? So, was fehlt denn jetzt noch? Das da. Da fehlt noch so ein ganz merkwürdiges Teil. Das ist das da. So, und jetzt noch ein so ein gezacktes Teil. Da. Perfekt. Einen wunderschönen Armschmuck haben wir jetzt. Ist die Frage für was? Hier? Nee, da hat ja der Hebel gefehlt. Nicht ein Armschmuck. Aber schmelzen sollen wir den doch bestimmt auch nicht, oder? Hier war auch eigentlich nichts, was irgendwie Armschmuck hätte gebrauchen können. Vielleicht sollen wir ihn doch schmelzen. Aber warum? Das macht keinen Sinn. Nö, macht es auch nicht. Tja. Ich könnte noch mal auf meine Karte gucken. Ja toll, die sagt mir, da musst du was machen. Bin ich schon. Ich brauche das passende Siegel. Luft, Azurit. Ich glaube, Luft haben wir überhaupt nicht, ne? Erde wäre Kupfer. Silber ist Wasser. Luft, Azurit. Azurit hatten wir ja, glaube ich. Damit haben wir einfach nur das Ding. Haben wir zerbröselt. Gott, wir sind so blöd. Oh, wartet mal. Ah! Ja, perfekt. Sehr gut. Gut, dass ich das gesehen habe. So. Das ist Luft. Luft Azurit, hatte ich, glaube ich, gerade gesagt, ne? Das heißt, wir brauchen erst noch das Ding, was wir schmelzen können. Schiebe die Knäufe nach links und rechts, beziehungsweise nach oben und unten, um die Marken in die drei Löcher zu führen. Welche Marken? Andersrum. Ich weiß gar nicht, wohin mit der. Sie hat einen roten Punkt. Oh. Aus der Sache komme ich nie mehr raus, oder doch? War falsch, ne? Ja, die muss nämlich darüber.
Verdammt. Nee, Moment mal. So. Alles klar. Jetzt haben wir es kapiert. So, bis dahin sind wir ja schon mal gekommen. Das werden wir jetzt auch noch mal schaffen. So, und das letzte. Und bis dahin habe ich es auch gerade schon geschafft, also kriege ich das auch noch mal hin. Hey! Da ist der letzte Skelettschlüssel. Dann machen wir doch endlich mal das Ding hier auf. Noch ein Armreif. Noch ein Armschmuck. Ich werde bekloppt. Was soll ich denn mit noch einem Armschmuck? Oder muss ich beide einschmelzen? Nee. Hätte mich auch gewundert. Ah, schaut mal hier. Am Arm fehlt was. Na also. Die Krone. Die müssen wir einschmelzen. Jetzt haben wir es gefunden. Hat ja auch nur 12 Milliarden Jahre gedauert hier. So, jetzt kommen wir voran. Das machen wir jetzt noch eben schnell zu Ende. Hier das Siegel. Dann machen wir das letzte Siegel nämlich noch eben fertig. Und dann haben wir das. So, Erd und Kupfer. There. I've done my part. It's time for you to do yours. I'm leaving this wretched place. Until we meet again. Alles klar. Oh nein. Okay, das gucken wir uns im nächsten Part an. Ich mache nämlich jetzt einen Cut. Wir sehen uns in einem neuen Part bald wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi.